Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme angespielt. Heute nochmal mit dem Spiel Interstellar Marines, allerdings heute im Singleplayer, beziehungsweise in der Kampagne. Und zwar haben wir die Aufgabe hier einzubrechen, in diese Festung hier, und eben da ein Handy beziehungsweise einen Datenträger rauszuholen und dann eben lebendig wieder rauszukommen. Genau. Ich würde sagen, wir starten einfach mal gleich rein. Wir kämpfen hier gegen so Kampfroboter, was sie gerade gesagt hat, und da lief auch gerade einer. Da, seht ihr ihn? Das ist so ein Kampfroboter. Durch diese Scheiben kann man nicht durchschießen, und wenn ich da dagegen schieße, finde ich mich aus der Front, weil da mache ich zu viel Lärm. Ich habe jetzt gerade, wie ihr seht, die Waffe halt geschalldämpft gehabt, darum habe ich sie mich nicht direkt gecheckt. Hätte ich jetzt gerade ohne Schalldämpfung geschossen, wären die anderen zwei sofort auf mich losgerannt. Also die denken schon ein bisschen mit, die Computer. Ja, ich habe die Mission hier schon ein paar Mal probiert, allerdings hatte ich da noch gar nicht gecheckt, dass ich die zweite Waffe hier mit Zoom dabei habe, sondern habe immer nur mit der hier gespielt. Und auf Distanz triffst du mit der hier gar nichts. Und da ich das hier auf realistisch spiele und halt zwei Treffer mich töten, ne, und die Bots auf Distanz genauso gut treffen wie im Nahkampf, habe ich meistens auf der Straße drinnen verloren. Weil in der Straße drinnen haben die dann natürlich mit ihren Distanzwaffen viel bessere Chancen wie ich. Oh, da ist noch einer. Das hätte schon wieder mein Tod sein können. Jetzt macht die wieder zu. Okay, links ist jetzt sicher. Rechts sieht auch sicher aus. Also das hier ist jetzt nur so dieser Vorhof, weil. So, haben wir lieber das Tor hinter uns hier dazu und machen das andere auf. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder auf die Distanzwaffe, weil jetzt gehen wir raus auf die Straßen. Wie ihr seht, das Gebiet ist einfach riesig. Okay, es geht nur wieder zu. Ich dachte schon, hinter mir geht irgendwas auf. Aber wie ihr seht, hier levelt man auch ein bisschen schneller wie Multiplayer, meiner Meinung nach. So, müssen wir jetzt hier durch das Tor kommen, aber das Tor können wir nur da oben im ersten Stock öffnen, und die Tür hier ist natürlich zu. Und die Tür können wir steuern, indem wir die Schlüsselkarte da oben holen, und natürlich ist die Schlüsselkarte die Tür hier zu. Das heißt, wir brauchen jetzt erst einmal irgendwo da hinten aus den Roboterzellen eine Schlüsselkarte für dieses hier Haus hier. Und die Barracks sind hier. Und Storage Areas gehen wir lieber nicht hin, das habe ich nämlich auch schon probiert. In den Storage Areas bin ich auch schon mal reingegangen, also nicht da vorne durch das große Tor, wo wir vorne rein sind, sondern da drüben ist auch noch ein Tor hier. Aber da drüben ist viel mehr los, und da versuche ich jetzt auch gar nicht aufmerksam auf mich zu machen, sondern versuche hier ganz unauffällig irgendwie hier mal die Barracks zu durchsuchen. Darum gehe ich auch von hinten rein und zerschieße jetzt auch keine Lichter. Zwar bin ich da nicht unsichtbarer, und da haben wir auch schon eine gefunden. Ja, die sind echt jedes Mal woanders. Manchmal sind sie dann hier drinnen. Ich habe sogar mal eine gehabt, die war auf den Kisten da versteckt. Da habe ich dann doch die da hinten im Storage geholt. Und dann beim Zurückkommen habe ich sie gefunden. Ne? Das war dann auch sehr toll, nachdem ich irgendwie so 40 Roboter über den Haufen geschossen habe, habe ich gefunden, dass hier eine rumlag. Aber da, ja, jetzt gucken wir noch einmal darüber. Aber manchmal stehen sie dann hier, wenn ich gerade zurücklaufe. Aber das sieht jetzt gut aus. Und da ist einer. Ich hatte jetzt Glück, dass ich im Dunkeln war, sonst hätte der mich schon gesehen gehabt. Und das wäre nicht so toll gewesen, weil die, wie gesagt, die werden treffen, ein bis zwei Treffer und du bist tot. Kommt darauf an, was das für ein Treffer ist, aber ein bis zwei Treffer und du bist tot. Kommt natürlich von unten einer rein hier. Die Karte hier liegt auch jedes Mal woanders. Die liegt zwar immer in dem Raum hier, aber mal auf dem Tisch, mal auf dem Tisch, mal hier auf dem Bett. Okay, jetzt gehen wir mal rüber in das Security Building. Dadurch, dass wir hier schon einigermaßen gereinigt haben, erlaube ich mir mal hier schnell rüber zu sprinten.
Aber hier müssen wir jetzt nochmal richtig reinigen. Und hier schalte ich auch die Lichter aus. Weil es einfach sicherer ist. Weil, wie ihr schon hört, was hier alles drin los ist. Entschuldigung. Und zwar werden schon die ersten drei von dir weggeholt, aber ihr merkt schon, es werden nicht unbedingt weniger. Jetzt wissen sie auch noch, wo wir sind. Na, vielleicht auch noch nicht. Der hier hat sich ganz dämlich angestellt. Aber das ist halt auch der Vorteil, dass ich die Lichter unten ausgemacht habe. Dadurch sehen die mich einfach wirklich schlecht. Am Anfang habe ich so gemeint, ja, sind die Roboter. Lass die Lichter an. Macht eh keinen Unterschied. Aber inzwischen habe ich gemerkt, die Lichter machen einen gewaltigen Unterschied. Also ob ich die anmache oder ob ich die auslasse. So, das macht jetzt hier keinen Unterschied, weil hier sind keine mehr. Jetzt seht ihr, jetzt geht das darüber auf, aber ich sollte mich beeilen, weil wenn die merken, dass das offen ist, machen sie es einfach wieder zu. Das heißt, ich soll mich jetzt wirklich beeilen, da ganz schnell rüber zu kommen. Jetzt bleibe ich hier an der scheiß Treppe hängen. Habt das gesehen? Die wollten mich aussperren. So. Die Frage ist jetzt nur, wie gehen wir am geschicktesten in den Turm rein? Ich würde sagen, wir gehen erst einmal hoch auf die Mauer. Jetzt zeige ich euch mal, was passiert, wenn man ohne Schalter verschießt. Da hier zum Beispiel steht einer. Da hinten steht bestimmt auch noch welche. Aber ich würde sagen, ihr könnt uns mal erlauben, auf uns aufmerksam zu machen. Da kommt doch schon der erste. Der zweite, der dritte, der vierte. Und da seht ihr, warum der Zoom einem hier was bringt. Weil auf Distanz, und ich stehe hier im Dunkeln, da drüben ist erst das Licht, ich stehe hier noch im Dunkeln, sind die Roboter nämlich ziemlich leicht zu besiegen, aber im Nahkampf sehen sie mich auch im Dunkeln. Und die Waffe hier macht auch noch ein bisschen mehr Schaden wie die andere. Dafür ist er halt aus der Hüfte extrem schwer zu feuern, weil wie ihr seht, die sprayt da extrem nach oben. Also aus der Hüfte ist die Waffe schwer zu schießen. Im Gegensatz zu der hier, die hier aus der Hüfte schießt sich extrem genau. Also da kann ich wirklich punktgenau halten, ne? Aber die andere ist halt auch eher für die Distanz gedacht. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier rein, so. Da, das sieht gut aus. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich da reinkomme. Durch die Tür, klar, aber... Okay, hier ist schon mal kein Roboter. Aber ich... Doch, hier ist ein Roboter. Ich habe ihn gehört. So. Wo gehen wir jetzt? Von außen, glaube ich, habe ich hier was gesehen. Also so weit wie hier war ich erst einmal und hier bin ich dann gestorben mit dem Gebäude drinnen. Ich muss jetzt mal schauen, dass ich hier irgendwie... Hier hinten habe ich auch schon mal versucht reinzukommen. Dann ist nämlich hier ein Schalter. Und dann geht da unten ein Tor auf. Aber dann bist du in einer riesengroßen Halle drin. Und da wusste ich noch nicht, dass ich diese Distanzwaffe habe. Sondern habe mit der hier versucht, auf Distanz die wegzuholen. Da waren bestimmt 7, 8 Roboter drin. Einen habe ich geholt. Die anderen 7 haben Feuer auf mich gestorben. Keine Chance, man kann nicht mal mehr ausweichen. Du bist tot innerhalb von Sekunden. Ah, okay. Scheinbar ist das hier wirklich ein Weg. Und wir kommen durchs Dach wieder runter. Und wir sind sogar richtig. Zuerst die ganzen Lichter ausschalten. Man weiß ja nie, was das sonst auf einen wartet. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in das hübsche Administrationsgebäude hier. Alarm. Ich würde sagen, wir flüchten einfach schnell wieder hoch aufs Dach.
Weil ihr hört ja schon, was da unten im Haus jetzt los ist. Da habe ich jetzt gar keine Lust, mich da einzumischen. Ich würde sagen, wir gehen einfach ganz gemütlich wieder die Treppen nach unten. Und badet uns unseren Weg jetzt. Jetzt müssen wir theoretisch, glaube ich, in der Lobby rauskommen. Da wo vorhin hier einer stand, den wir mit den Schüssen rausgelockt haben. Oh, fuck, da draußen lief einer. Ja, da läuft einer. Ich würde sagen, wir flüchten mal ziemlich schnell in den Keller. Schalten hier erst einmal die Lichter aus. Weil hier haben wir jetzt gerade eben erst den Zugang bekommen. Eigentlich kämen wir hier nicht durch, weil der Schlüssel, den wir gerade oben am Dach geholt haben, der gibt uns eben noch den Zugang hier in den Keller. Und hier drin ist jetzt irgendwo diese Spezialdatei, die müssen wir jetzt hier im Keller suchen. Und ich denke, die ist gut bewacht auf jeden Fall. Okay, von links kommt wieder was. Ich orientiere mich gerade nur am Geräusch, ne? Aber es könnten auch die oben sein, die rumlaufen. Deswegen würde ich sagen, check wir mal die Seite hier. Erstmal hier Deckung. Toll. Toll. Leute. Yeah. Checkpot. Wir haben die Toiletten gefunden. Ich glaube, hier sind wir dann schon mal falsch. Da hinten ist noch eine Tür. Gehen wir wieder in den Nahkampf. Ich glaube, da hinten ist gut. Immer den Roboter da. Oh, da ist noch einer. Hat er gerade die Tür hier aufgemacht? Nein, hat er nicht. Okay, den Raum hier erst einmal dunkel überlegen. Wenn hier viele und da ist eine Kommandozentrale mit dem Knopf. Okay. Ich weiß, wo ich hin muss. Die Tür da drüben, wo es aufgeht. So, wir legen erstmal wieder alles dunkel. Dann geht hier drüben die Tür auf. Genau das habe ich hier nämlich gedacht. Warum ist das Licht hier an? Geh aus. Es ist hier schon wieder zu. Die mit ihrem blöden Sicherheitssystem hin immer. So, Tür auf. Tür zu, Lichter auswache. Ich glaube, das hier sieht nach dem richtigen Raum aus. Hier ging gerade die Tür auf oder zu. Okay, Leute, ich würde sagen, wir nehmen mal die Spezialdatei. The Altair Project Schematics has been downloaded. Exfiltrate the facility to this waypoint. Silent alarms might have been triggered. Check your six. Okay, sie hat gerade gesagt, das war die Datei, aber wir sollen aufpassen, es könnte sein, dass stille Alarme angegangen sind. Sodass jetzt ja, ihr gleich Besuch bekommt. Wo rennt der hin? Boah, war das knapp. Das war knapp. Wenn ich den jetzt nicht getroffen hätte, wäre ich tot gewesen. Da kommt noch wer. Also hier muss man echt auf sein Gehör achten. Ich würde das Spiel hier, glaube ich, wenn ich ohne Ton spielen würde, du wärst so am Arsch hier in dem Spiel. Also bisher hat nur einer auf mich geschossen und der zum Glück daneben geschossen. Aber mich interessiert jetzt schon mal, was hier ist.
Ein Lagerraum? Noch ein Lagerraum, okay. Weil wir sollen ja fliehen und das würde ich sagen, machen wir jetzt auch mal. Weil ich habe keine Lust jetzt nämlich zu verlieren. Also treten wir mal die Flucht an. Und ich würde sagen, über was für einen Weg flüchten wir? Ich bin ja für über die Mauer. Über die Mauer hört sich gut an. Okay, da schießt schon wieder irgendwas auf mich. Okay, du hast schießt schon wieder auf mich. Kann das seine Tür bitte nicht wieder zumachen zumindest? Weil er schon auf mich schießt. Ah, jetzt ging die Tür von alleine zu. Ich erschrecke jedes Mal, wenn ich dieses Geräusch höre. Weil dasselbe Geräusch passiert auch, wenn ein Roboter eine Tür öffnet oder schließt. Ich denke, wir flüchten jetzt da über die Mauer raus. Hat sich, glaube ich, nach dem ganz geschickten Plan an. Hinter uns zugewacht, gut. Jetzt konzentrieren wir jetzt. Wenn wir jetzt verlieren würden, wäre es echt ärgerlich. Da unten ist ein Roboter. Okay, der scheint zu buggen. Jetzt raus hier, würde ich sagen. So, erstmal durchatmen. Erste frische Luft hier durchatmen. Man hört auch den Wind jetzt hier schön brausen. Aber jetzt brauche ich es doch wieder, weil sonst finde ich den Fluchtpunkt nicht. Wir sollten aufpassen. Ich bin für, wir halten uns fern von diesen Türmen, weil in den Türmen sind auch immer wieder Wachen drin. Und wenn ich jetzt erschossen werde, ich würde mich so ärgern, ohne Mist. Leute, da ist die Treppe, wo wir vorhin hochgelaufen sind. Ich will jetzt nämlich einfach nichts verlieren, das würde mich, ohne Mist. Da ist der Fluchtpunkt. Primary objective completed. Overall performance was acceptable. Still tight and must be improved. Training exercise concluded. Ja Leute, wir haben Star Crowner Aerospare abgeschlossen. Und Leute, ich würde sagen, das war dann auch eine Singleplayer-Mission, die ihr jetzt gesehen habt, hier von Interstellar Marines. Eine Mission, das war jetzt hier Assault on Aeroscrow Airspace. Dann haben wir noch theoretisch hier den Eurogen Incident und dann hier noch Elimination, Survival und Escape.
Vielleicht gucke ich mir die auch mal an und nehme sie vielleicht noch auf. Das kann ich euch noch nicht sagen, aber an der Stelle war es das erstmal wieder mit der nächsten Folge angespielt hier. Ja, so rum. Und damit Servus und Ciao. Und vielleicht sieht man sich ja mal wieder zu einer Runde Interstellar Marines. Ciao.